Ich bin von Nürnberg nach Bochum gefahren, um für euch eine verlassene Schule zu besuchen. Und das nicht alleine, sondern mit niemand geringer als... Jordan und Simmy! Okay, sind noch nicht da, aber wir treffen die Jungs gleich. Was wir heute machen werden, ist was ganz, ganz, ganz Besonderes, denn ich bin extra hier, um auf jeden Fall erstmal im Stream dabei zu sein. Die Streams von denen sind in Deutschland, sage ich, mit die am kaputtesten. Die sind einfach, die Streams, die sie machen, sind kaputt, aber sehr einfallsreich und innovativ, was ich sehr feiere. Deswegen freue ich mich, dass die mich dabei haben wollten. Wir treffen die Jungs gleich. Sammy meinte, der hat irgendwie einen guten Burgerladen hier, den er empfehlen will, aber wir werden sehen. Und später Lost Place, Digga. Das wird sehr, sehr big. Das wird sehr, sehr big. So, verehrte Damen und Herren, wir sind jetzt da, die Jungs sind da und ich wurde direkt mit einem Schock begrüßt. Sei mal ganz kurz, wie alt du bist? 20. Das heißt, du bist 2000? 2, ja. Ich werde 2002. 21, ja. Jordan, du? Also ich bin hier der Älteste in der Runde, ich bin 21. 21? So alt sind wir jetzt auch nicht, oder? Guckt euch den Rush an, Bruder. Sei mal ganz kurz, wie alt du bist? Ich bin 20. 20, Digga. 2003, ja. Ich höre, er könnte aussehen wie dein Vater, Sammy, Digga. Hier, guck mal. So, wir gehen jetzt zu einem Burgerladen, den Sammy empfehlen will. Ich sag euch, der beste Burger aus ganz Bochum. NRW. Willst du kurz sagen, warum? Also das Fleisch ist auf Steak. Darf ich sagen, warum? Warum? Weil er nicht zahlen muss. Gehen wir jetzt rein und, Bruder, wenn das schlecht ist, dann sag ich, ne? Hä? Sag ehrlich. Ja, ja. Fleisch kommt aus Argentinien. Okay, stark. Steakfleisch. Die haben auch Bacon, so. Ja, Bruder, mich überzeugt man aber sehr, sehr leicht, Digga. Weil ich esse die ganze Woche eigentlich nur Yum Yum. Ich glaube, Yum Yum ist das Beste, ja. Ja, was ist dein Lieblingssorte? Hellrot. Hellrot? Ja. Was ist das? Schrimm? Schrimm, ja. Ja, stark. Was ist deins? Gelb? Gelb, ja, 100%. Stark, stark. Bleib auch gelb, ja. Gelbe Schuhe. Kennst du überhaupt Yum Yum, Digga? Ja, bist du doch falsch. Ja. John kennt nur Fast Food, du weißt. Echt? Den geht doch grad nicht. Sag mal ehrlich, du. Wenn nimmst du so Burger und so, weißt du? Was ist denn? Hier gibt's nur Brokkoli, Reis und Hähnchen. Ja, gibt's nicht. Immer auf 10 Liegestütze morgens. Also, du siehst auch gut aufgebaut aus, ja? Kannst du ein bisschen was angucken, Sammy, ja? Hörst du? Kannst du ein bisschen was angucken, Digga? Guck mal, zieh mal gleich deine Jacke aus. Ich bin so dünn wie ein Stutt, Alter. So, Sammy und Jordans Burger im Härtetest. So, jetzt machen wir mal einen Testessen, ne? Boah, geil. Der hat dich einmal getroffen. Ich will aber eigentlich nur sagen, genießt das Essen, wenn ihr wisst, was wir heute Abend machen, ne? Wo ich gewinnen werde. Nein! Ich rede gar nicht davon. Ja, red von was anderes. Ey, Bruder, nein. Das Ding ist, wir haben bei mir. Davor, ne? Was ist? Wir haben wirklich Angst davor. Ich auch. Ehrlich? Ja, guck mal. Haben sie eigentlich keine Hälfte in die Hosen, ne? Ich hab mir extra Schuhe mitgenommen, ich bin ready. Ja, kommt auch! Der Brücke. Ich glaube so an so Gins und so. Geister und du, Dämonen? Ich hab nicht darüber nachgedacht, Digga. Ich sag dir, ich kann welche beschwören, wenn du willst. Ich kenne einen, der ist in Gelsenkirchen. Da steht, wir waren das erste Mal drin, da stand mein Name an der Tür, ne? Ich schwör auf meine Mutter. Ey! Nein, da geh ich aber nicht rein. Ich hab noch einen krasseren. Der hat doch mehr Angst als ich. Ich hab noch einen krasseren. Der geht vor. Ja. Oder der hat keine Angst, der setzt sich in Mitte und pfeift mit. Aber danke, dass du gezahlt hast, ne? Ich will einen Applaus für euch. Wie kann man einen Raum so krank... Boah, mal die geile Decke hier. Wie kann man einen Raum so krank f***en, Digga? Ich mach keine Room-Tour. Digga, guck dir das mal. Bruder, wie sieht das hier aus? Was? Die Kamera funktioniert wahrscheinlich noch, ne? Alles, GoPros sind dabei drin. Die Kamera funktioniert nicht mehr. Guck mal, die Playstation. Die Plätze. Warte, eine Sache muss man sehen. Du musst mal hier oben sehen, der Decke, was da alles ist drin. Hier ist einfach ein Fußball drin. Digga. Wie viel gehen auf dein Konto? Oder ich glaube alle. Ich spiele FIFA jetzt gleich gegen Jordan. Ich sag das für den Junge. Das wird so ein schneller Prozess von, ich sag 4-1. 4-1. Ja, Bruder, ich weiß nicht, wie du spielst, ich kann gar nichts sagen, mir fehlen die Worte. Was ist das für ein Spiel, Junge? Ja? 1-0, 1-0 mit Ansage. Und mit Ansage auch noch, ja. Da passiert. Junge, was ist das für ein Krötenspiel, ja? Yes! Kein Problem für mich, vierte Minute. Boah, ich spiele gerade FIFA, ist mir scheißegal. Oh, mach doch einfach selber einen Titel, Mann, ja? Das ist so kacke. Das
ohne. Und klasse durchgesetzt. Gut reingespielt. Torwart, Torwart, Torwart. Was ist das? Ja, was machst du da? Warum lachst was du? Was machst du da? Warum lachst du? Er sagt, warum lachst du? Torwart. Du siehst, er spielt mit dir, ne? Meine Fresse, ja. Ey, wenn du 10-0 schaffst, muss John auf jeden Fall Grätze machen. Ja, ja, ist klar. Bruder, der Typ hatte doch schon 40 Friseure. Bei Pommesballagen liegen Ärzte und Apotheker. Das muss es was sein. Was ist das denn die ganze Zeit, ja? Überleg mal. Erste Halbzeit. Kurzer Throwback zu unserem Gespräch davor. Da steht einfach 6-0. Können wir mal ein bisschen näher an sein Gesicht filmen? Das ist 6-0. Hier gerade steht. Und dann will ich mal aufhören. Er sagt nicht mal, ja, okay, reicht doch. Ey, ich wäre jetzt noch durchgelaufen. Oder sogar Kommentator sagen. Es ist original 20 Uhr und jetzt gleich geht's los. Zeig mal, Wasser an, bitte komm. Ich schwöre, das ist ihr Richter. Ich schwöre, das ist mein Trikot. Oder der sieht auch wie original aus wie so ein Psychopath einfach. Ich hab extra einen Sakko wegen dir angezogen. Das ist Leute, im Horrorhaus sieht genauso aus. Ja, original. Da musst du beim Gesicht einfach nichts machen, Digga. Heftig. Ich bin überall gemobbt, ja. Ah, nee, das will ich nicht. Ey, so weit sind wir doch nicht, Scheiße. So weit sind wir doch nicht. Ey, Freunde, ich hoffe, ihr habt heute auf jeden Fall Zeit mitgebracht. Ist zwar Wochenende, andere Leute sind feiern, aber wir machen unsere Feier hier. Boah, ich hab alles ganz schön geredet. So, ihr braucht nicht feiern gehen, Freunde. Guck einfach, unser Stream um 20 Uhr. Und heute, ey. 3 Minuten zu spät. Drei Minuten, Bruder, chill doch mal, Junge. Ich schwöre, 3 Minuten. Okay, weil wir 3 Minuten zu spät sind, spende ich euch gleich 3 Subs. Und Sammy spendet euch 3 Subs. Freunde, jetzt erstmal, was soll ich machen, Chill? Ein Herz oder ein Herz? Freunde, ballert mein Herz rein. Für. Oh, Mann! Freut mich, dass ich da bin. Als Gast habe ich doch einen Wunsch frei, oder? Ja, klar. Komm mal ganz kurz mit. Stell dich mal hier rauf, oder? Okay. Hey, Freunde, viele haben auch gesagt, ich sehe aus wie Omid, ne? Jetzt hast du deinen Bart weggemacht, ja? Ich habe jetzt meinen Bart weggemacht, aber richtig viele haben mir das gesagt. Auf jeden Fall, Omid ist heute am Start. Wir sind nicht diesmal gegen Jordan, sondern wir alle gegeneinander, ne? Also Sammy gegen Omid gegen Jordan. Also wir haben gerade gestreamt und jetzt geht's Richtung Gelsenkirchen zu einem Lost Place, zu einer verlassenen Fabrik. Sind wir was abgelassen? Let's go. Okay, Sammy, sag mal ganz kurz, wo wir hinfahren. Wir fahren jetzt zu einem sehr berüchtigten Ort. Was war das damals? Eine Fabrik? Das war eine Fabrik. Okay. Aber in dieser Fabrik lebt ein Mensch. Okay. Glaube ich, ein Mensch oder ein Geist, keine Ahnung. Aber, guck mal, ich sag dir, was im Keller passiert, ist kein Spaß, ne? Im Keller war damals, da war eine Fabrik, ja. Und der Chef, der ist pleite gegangen. Okay. Und weil der Chef pleite gegangen ist, hat er sich unten rechts, also wenn du im Keller gehst, rechts, ganz links in den Raum, hat er sich aufgehangen. Und da soll spuken. Okay. Deswegen, meine Damen und Herren, vielleicht gibt's ein bisschen Horror hier. Bereite für Horror. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt gerade hier in einem offenen Gebiet. Okay. Sollten Sie irgendwelche Anstörungen oder Klaustrophobie haben, bitte nicht nachmachen, bitte nicht anschauen, können weiter skippen. Es kann sein, dass jetzt paranormale Aktivitäten stattfinden werden und vor euch gesehen werden. Schnallt euch an, jetzt wird die beste Show eures Lebens kommen, Freunde. Oh shit, man. Oh, Alter, ja. Hör auf mit sowas. Da vorne ist das. Oh mein Gott. Sieht man das? Erkennt man gar nicht auf der Kelle. Jungs, ihr könnt ja aussteigen. John, fahr nicht rein, park hier. Was machst du, Junge? Wenn einer kommt, ich muss wegrennen, in ein Auto steigen. Wegrennen, mein Gott. Okay. Wisst ihr, wie das bisschen aussieht, Digga? Wie Bergheim-Eingang. Hier links, park hier links. Es ist jetzt 20.46 Uhr, also die perfekte Zeit. Ich habe gehört, um 23 Uhr beschwört man... Junge, hör mal auf, jetzt nicht sowas. Ernst? Ich sag euch, ey, ich bin so ein Typ, ich mach mich witzig darüber, aber ich hab so Angst. Oder ich bin da... Also der Erste, der reingeht, ist auf jeden Fall... Kann ich machen. Kein wirklich? Problem. Ja, ja. Oh mein Gott, das ist echt kein Problem. Dürfe, der pfeift doch da drin rum, ne? Ey, einmal, du siehst, ich renn da so. Pfeifen beschwört sowas. Ja. Oder was willst du denn jetzt mit deinem Beschwören, Digga? Soll ich deine gehen? Er ist eine Katze beschwört, Ding beschwört. Er hat 3 Sätze gesagt über das Haus. Boah, ich hab wirklich, ich kenne solche Storys, die existieren. Boah, aber das musst du nicht in jedem Satz erwähnen. Das stimmt, da hast du recht. Okay, wir werden jetzt reingehen. Es kann sein, dass es in ein paar Szenen so ein bisschen dunkel ist, weil wir natürlich auch gucken müssen, dass wir nicht so krass auffällig sind, weil das hier natürlich legal ist, ne? Das, was wir machen, das ist... Das Licht ist gerade ausgegangen. Lass mal lieber schnell rein, bevor der kommt. Okay. Das ist die Fabrik. Und rechts ist... gehört das dazu und da soll jemand leben. Oh mein Gott. Da soll jemand leben? Ja.
Also da habe ich Kotsch und alles schon mal gesehen. Die gehen das Original rein und ich habe wirklich Angst. Ich habe wirklich Angst. Ich glaube, das war eine Schule oben? Oder so. Das war eine Schule? Glaube. Nein, nein, das hat schon Schule eingebaut. Oder alles okay? Hey Jungs, bitte hört auf, ja. Das ist schon ein bisschen gruselig geworden, ja? Ich muss nicht als Letzter sein. Das ist todesgruselig, ja? Ich würde sagen, das rechts rechts machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist die Liebe oder so, ne? Was heißt das? Ich glaube, das ist Drake sein Album, oder? Ich schwöre, mein Gott, da war irgendein Geräusch wegen den Klickern. Warte mal. Das ist Regenrinne, oder? Sag mal ganz kurz ruhig. Warum bist du allein da? Das regnet. Boah, deine Blicke, hör mal auf damit. Ich schwöre, ich habe da echt Augen gesehen, aber das sieht man da nicht. Guck mal, genau das gleiche. Das waren aber Katzenaugen. Genau, ich sag sowas. Sag doch, hier lebt eine schwarze Katze. Habt ihr irgendwelche Storys? Lass mal versuchen, die Sachen zu entziffern. Okay. Antifa. Antifa, was heißt das? Das ist, ich glaube, gegen Rechtsextremismus. Antifaschismus. Das ist ein Büro gewesen. Ah, okay. Das war keine Fabrik, das war eine Schule. Eine Schule? Ich glaube schon, weißt du? Da auch was eine Schule? Ja, ich hau auch die ganze Zeit. Habt ihr das gehört? Ich hoffe, meine Mutter. Was war das denn? Ich habe auch was gehört, sogar eine Stimme. Guck mal, ich habe gerade geschrieben. Ich habe gerade geschrieben, weil ich da was gehört habe. Aber ich dachte, das passiert. Aber wir können auch ganz kurz mal ruhig. Sollen wir mal ganz kurz raus? Das ist ein Regentropfen. Das ist ein Regenrinne, Digga. Ey, Jungs, was machen wir? Aber ich hab da gerade einen so gehört. Ja. Deswegen bin ich völlig gerannt. Aber ich dachte, das kann passieren bei sowas. Hör auf, jetzt wird dich erschrecken, bitte. Boah, Jungs, ich kann das nicht. Ich glaub, lass gucken wir. Ich hab hin und wieder, ich geh einfach die ganze Zeit mit dem Cornelius. Das fliegt dann jetzt letztes. Guck mal, das Gruseligste wäre, wenn auf einmal von da herkommen würde. Nur dein Gesicht kommt. Ey, was ist das? Augen? Ah. Ich war hier schon mal drin, aber ne? Ich war schon mal hier drin. Ich war noch nie hier. Dunkel hier. Ja. Wir haben hier ein Video gedreht und warum steht da dein Name drauf? Also hast du das selbst? Ja, weiß ich nicht. Guck mal, hier geht's. Treppen. Guck mal, meine Idee hast du mir. Hier steht einfach mein Name drauf. Ich stehe einfach Stelle. Hier steht Sommer drauf. Ich stehe einfach Willis Name drauf. Denk Sommer. Aber hier muss eine Dusche sein, oder? Das war hier ein Klassenraum. Hier war bestimmt ein. Der Waschbecken, hier hat der Lehrer bestimmt Scheiße gemacht. Guck mal, ich sag dir ehrlich, hier ist so Stufe 1. Also, wenn wir Angst haben wollen, dann müssen wir in den Keller. Nein. Weißt du, wo wir hin müssen, wenn wir wirklich Angst haben wollen? Hier lebt wirklich ein Obdachloser. Und da steht, der hat Zettel, da stehen immer Sachen drauf. Und so bestimmte Sachen. Der ist da drüben. Also, da drüben gibt es so eine Kammer des Schreckens. Hier? Ja, links neben. Und da wohnt wirklich ein Mensch. Und der hat so, da liegen immer so Sachen, da lagen Schuhe, Einkaufswagen, da waren so Zettel und der hat sowas drauf. Was hat er hier draufgeschrieben? Der Typ ist so dumm, ne? Ich will kurz den Keller einmal sehen. Einmal, guck mal. Aber der Keller ist nichts Besonderes. Ach so, ja. Mein Gott. Also, komm mal runter. Lass mich mal. Nicht als Kummer. Komm mal. Ahmed, ja, warum hast du das gemacht? Oh mein Gott. Zum Schönheitssalon. Oh mein Gott. Hier ist Einbruchgefahr, 40%. Geh mal kurz einmal runter und guck mal. Komm, nimm mal die Kamera mit. Oh mein Gott! Das war sein Schatten. Lass alle zusammen gehen. Ja, komm. Lass mal so eine Kette machen. Ja. Wir gehen jetzt original in den Keller. Kann sein, es wird ein eigenes Video hier. Oh Gott, das ist original. Kann ich auch nach Keller gehen? Ja, der Geruch ist aber geil. Kellergeruch? Ja. Ja. Die war voll ein. Oder mein Herz stimmt. Liegt nur ein Bier. Ich glaube, das wird mir zu viel. Es wird mir wirklich zu viel. Wir müssen raus. Ey, lass mal lieber echt. Warum soll ich als erstes gehen? Ernst sogar, seid bereit. Ich kann das nicht mehr. Ich will das auch einmal, Da war ein Pfeifen, Digga. Das ist ein Pfeifen, Bro. Das ist ein Pfeifen.
Warum hier links? Das ist ein Raum nur. Ich sag dir ehrlich, das wird jetzt wirklich hart, ne? Wie? Das ist wirklich hart. Scheiß auf den Keller, das ist wirklich krass. Nein, ich geh da nicht rein, Digga. Doch, okay. Hat er das abgebrannt? Ja. Niemals war er das, Digga. Hier hat er gelebt, aber voll krass. Nein. Da links, rein. Da wohnt er. Oh mein Gott, ich merke gerade, also ich wollte diese Lost Place. Oh mein Gott, Digga, diese fucking Schatten. Ich wollte diese Lost Place Videos so gerne machen, okay. Weil ich die gerne auch schaue, aber das selber machen ist wirklich. Halt doch mal, lass gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Es ist alles kostenlos. Weißt du, ich meine? Mach mal hier bei Jordan, das Handy dann vorbei. Ich fahre bei dem Weg. Falls wir noch irgendwelche Videos machen. Oder ich gehe da nicht rein, ja. Ich geh nicht alleine, oder? Komm, wir gehen alles rein. Das ist ein geiles Ende, wenn wir den so sehen und dann einfach halt weg. Ich glaube, wir waren nicht komisch. Die war früher ein. Die war Schrank. Ist das denn? Nein, der ist ausgezogen, der Film. Oh, ein Schrank mit Sachen und fette Masken da. Guck mal hier. Was ist das? Oh mein Gott, Digga. Ey, alles muss raus. Das ist die Couch. Die Couch angefangen. Die Couch angefangen. Wie weiß ich, dass sein eigener Wurf abgefangen hat? Das haben bestimmt Leute, die hier reingekommen sind. Ja, Digga, voll gefasst. Ja. Ey, der hat hier gelebt, der Obdachlose anscheinend. Und wir haben einfach seine ganzen Sachen abgeräumt. So, geht's weiter. Schon hin? Nein. Bruder, reiß, Walla. Aber ganz kurz, kommt mal her hinter die Kamera. Digga, wie groß und wie schaut das bitte aus? Wenn ich jetzt. Ja, das meinte ich, ja. Was ist das, Bruder? Weiß ich gar nicht. Aber der hat hier gelebt, oder was? Hier war seine Toilette, seine Couch, hat er... Nein, meine Schuhe! Oh mein Gott, was war das? Ich hab einen Kreuzbandriss, ja. Was war das aber? Wir gehen jetzt nach Hause, Digga, nee, egal. Hey, ich kann nicht wieder, das war echt... Keiner. Alleine, ja? Ich bin in so eine fette Pfütze gefallen. Ich auch. Wir gehen alleine in den Keller einmal. Jo, alles klar. Freunde, wir sind jetzt hier bei Loco Chicken. Lassen den Abend nochmal so ausklingen. Freunde, kommt mal ein bisschen näher. Ich würde sagen, das war's auch. Komm mal her, John. Cooler Tag. Meine Damen und Herren, bitte lasst doch einfach gerne hier ein Like, da ein Abo da. Was sollen die kommentieren, John? Kommentieren ganz wichtig. Der Algorithmus, der muss was sagen. Was sollen die kommentieren? Jordan ist fett. Kommentiert mal gerade, Jordan ist fett. Und Sammy sieht aus wie der fliegende Holländer. Bitte einmal kommentieren. Oh, du bist die Beste. Guck mal, jetzt hier einmal Pommes zu mitnehmen. Yeah! Danke fürs Anschauen. Wenn ihr gerne mehr mit den Jungs sehen wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und haut rein, bis morgen.